Mündel und sein, wie nennen wir ihn, Onkel? Mein Herr? Ich hoffe, ich habe euch nicht bei etwas Wichtigem gestört. Keineswegs, Onkel, wir waren beim nur... Beim Saufen und Rumhuren zum Beispiel? Onkel, ich kann das... Oder ihr wart beschäftigt, habt Unruhe gestiftet und euch mitten in der Nacht mit meinen Untertanen geprügelt? Nein, so war es nicht. Heinrich und ich haben... Heinrich ist genauso ein Narr wie du. Nur ist er nicht mein Mündel, Gott sei Dank. Was zum Henker denkt ihr zwar euch eigentlich? Die Leute auf meinem Land arbeiten sich die Rücken krumm, um etwas Essen auf den Tisch zu bekommen und auf den euren, wenn ich euch erinnern darf. Und was sehen sie, Hans, ihren Herrn und Meister, der nicht mehr ist als ein Trunkenbold? Der Mann, den ihr verprügelt habt, war eine Wache, ein neuer Mann der Stadtwache. Er konnte sich heute früh wegen seiner Verletzung nicht zum Dienst melden. Der Vogt war hier und hat sich beschwert. Denkt ihr etwa, dass ich ihm auch nur irgendwas entgegnen konnte? Natürlich nicht. Das hätte mich beschämt. Und auch euch zwei. Also musste ich stillschweigend dasitzen und mir seine Klagen anhören. Vielleicht glaubst du, dass du mit allem durchkommst, weil du hier der Herr bist. Aber da liegst du falsch, du Holzkopf! Ein Herr bleibt nur der Herr, solange er die Loyalität seiner Untertanen genießt. Und ich muss dir sicher nicht sagen, dass die Leute hier nicht gerade den Tag herbeisehen, an dem du übernimmst! Das war dein letztes Abenteuer, Capon. Noch eine Eskapade und ich schicke dich zu deiner Mutter nach Polna. Soll sie dich doch in Weiberkleider stecken und an irgendeinen Ungarn verschachern? Onkel, dieser Arsch... Archibald wollte mich umbringen. Was sollte ich tun? Ach, übertreib nicht so. Und selbst wenn, bin ich wenig überrascht, nachdem du sein Mädchen belästigt hast. Aber ich habe nur... Grundgütiger, hör auf zu winseln, Junge! Es wird Zeit, dass du endlich Verantwortung übernimmst. Ich habe eine Aufgabe für dich, die dich von Dummheiten abhalten sollte. Herr Milota von Oleschna ist gekommen. Kennst du ihn? Ist das nicht Herrn Bernards Vetter? Ist er. Er kam auf der Suche nach Zuflucht mit seinem Gefolge zu uns. Er ist schwer verletzt. Was ist geschehen, mein Herr? Seine Burg Oleschna wurde von einem gewissen Wolflin von Kamberg überfallen. Milota verfolgte ihn bis kurz vor Neuhof und stellte ihn. Leider ging der Kampf nicht gut für Milota aus. Wolflin von Kamberg, den kenne ich doch. Er ist mit den Herren von Oleschna verwandt, ein Vetter von Bernhard und Milota. Ihre Familienangelegenheiten sind etwas wirr. Geht mich natürlich nichts an. Ich wünschte nur, sie hätten ihre Streitigkeiten woanders ausgetragen. Was sollen wir tun, Herr? Geht zu Bernhard in den Burghof. Er hat Berichte gehört, dass Wolflin einige Höfe um Neuhof geplündert hat und versammelt nun einige Männer. Das Ganze ist eine Familienangelegenheit und bestimmt brodelt es unter der Oberfläche. Am wichtigsten ist, dass ihr diesen Räuber aus dem Lehen vertreibt. Wenn möglich, ohne Blut vergießen. Ich will wegen dieser Sache keine Männer verlieren. Habt ihr verstanden? Ja. Jawohl, Onkel. An die Arbeit. Ja. Heinrich, schön, dass du da bist. Kann ich ja wieder das hier anziehen. Nehmen wir noch zu schwer, lol. Nehmen wir noch? Jetzt aber nicht mehr. Hey, pass auf! Die Leute heutzutage. Ja. Das haben sie wohl. Herr Bernhards Vater besitzt einige Ländereien bei Kolin. Gott sei Himmel! Pass auf, wo du hingehst! Ah, Entschuldigung. Scheiß Banditen! Ich schlage mich lieber mit anderen Adligen. Wieso? Plötze? Plötze? Vielleicht. Wenn man sie Auge erwischt. Was, Plötze? Aber diese feigen Hunde verkriechen sich wie Tiere in den Wäldern. Bei Adeligen weiß man wenigstens... Herr Capone?
Gott sei mit dir, Junge. Was kann ich für dich tun? Was hältst du von der Sache? In einem Punkt hat der alte Hanusch recht. Wir müssen aufhören, Rücken hinterher zu jagen und besser Banditen erledigen. Abwechslung ist gut. Stimmt. Ich fürchtete schon, Herr Hanuschs Rüge hätte dich betrübt. Warum denn? Endlich habe ich die Chance, mich meinem Onkel gegenüber zu beweisen. Wir reiten hin, hacken die Bastarde in Stücke und feiern am Abend mit einem guten Becher Wein. Herr Hanusch sagte, wir sollen sie, wenn möglich, ohne Blutvergießen aus dem Lehen vertreiben. Und wie sollen wir das bitte schön anstellen? Mit Diplomatie? Mit Verbrechern sollte man nicht verhandeln. Das schädigt nur Onkels Ruf. Jeder Halunke würde fortan denken, er kann ohne Folgen rauben. Genug geredet. Aufsitzen. Ich hörte, die haben Bauern abgeschlachtet. Ich auch. Einer der Höfe wurde wohl überfallen. Hat man benacht. Herr Hanno schickt mich, Hauptmann. Herr Hans und ich, wir sollen mitkommen. Nun gut. Sitz auf, Junge. Dann reiten wir los. Ja, okay. Was ist denn? Warte. Herr Hans, wenn wir ankommen, halte dich bitte zurück. Vergiss es, Berner. Ich bin hier nicht zum Vergnügen. Hanusch will, dass ich diese Sache kläre. Und das werde ich auch. Natürlich, Herr Hans. Ich meinte nur zu Ihrer eigenen Sicherheit. Ich weiß, was du meintest, Hauptmann. Vergiss es. Jawohl, mein Herr. Hör mal, Bernhard. Wegen dieses Räubers. Ich hörte Gerüchte. Dass er mit mir und mit Lothar von Olechna verwandt ist? So in der Art, ja. Wir haben denselben Urgroßvater. Urban, Baron von Olechna. Wolflin gehört einem entfernten Zweig meiner Familie an, der... Sagen wir so, sie machen unserem Namen keine Ehre. Ich hörte, Wolflin von Kamberg wurde irgendwo in Schlesien gehängt, weil er den Bischof bestahl. Das hörte ich auch, aber... Nun, du weißt doch sicher, was man sich über die Kambergs erzählt, oder? Dass sie verflucht sind? Bernhard, glaubst du nicht, ich bin etwas zu alt für Märchen? Glaub, was du willst, aber ich weiß es von meinem Großvater und der kümmerte sich nicht um Märchen. Ich wollte dich nicht kränken, Hauptmann. Erzähl mir mehr. Wo kein Feuer, da kein Rauch. Und ich habe noch nie ein Familienmitglied über die Kambergsippe reden hören. Nun gut. Zu Hause wurde immer nur flüsternd von unseren Kamberger Verwandten gesprochen. Als Wolflins Vater Wilhelm einmal zu Besuch kam, ich schäme mich fast. Erzähl ruhig weiter. Ich werde schweigen wie ein Grab. Die Diener hatten so viel Angst vor ihm, dass sie sich in der Scheune versteckten. Vater ließ sie auspeitschen, aber sie wollten trotzdem nicht in Wilhelms Nähe. Sie hatten Angst vor Flüchen. Ich verstehe sie. Wie kommt's? Onkel Wilhelms Gesicht war so entstellt, dass die Leute sich bekreuzigten, wenn sie ihn sahen. Ich hatte als Junge auch Angst vor ihm. Eine Kriegsverletzung? Nein, er wurde so geboren. Seine Mutter, Gräfin Barbora von Haugwitz, wollte Wilhelms Vater, meines Großvaters Bruder, nicht heiraten. Und sie wollte auch keine Kinder von ihm. Als sie doch schwanger wurde, ging sie zu einer Hexe, um das Kind wegmachen zu lassen. Aber sie bekam 5 Ringe. Stell dir das vor, 5 Kinder in einer einzigen Nacht. Jesus Christus! Und das ist noch nicht alles. 4 überlebten die Nacht nicht. Nur das 5. Und es war entstellt. Wilhelm. Man sagte, die Hexe habe sie betrogen. Und ihr statt das Kind wegzumachen, Teufelssaat eingepflanzt. Oh Gott, wie furchtbar. Wilhelm hatte sein Leben lang darunter zu leiden. Als seine eigene Frau im Kindbett lag, ließ er Tag und Nacht 7 Gebetsbrüder bei ihr knien. Aber die Gerüchte brodelten trotzdem. Als sein Sohn Wolflin geboren wurde, sah er normal aus. Aber er wuchs zu einem wilden Gesellen heran. Und das ist er anscheinend immer noch. Allerdings. Vor einigen Jahren reiste Wolflin nach Polen. Und Wilhelm wurde immer schlimmer. Er verfluchte alles und jeden und begann die Dienerschaft mit Geschirr zu bewerfen. Als er dem Tode nahe war, ließ man einen Pfarrer kommen, um ihm die letzte Ölung zu gewähren. Aber auch, weil man Angst hatte, der Teufel würde nun einen anderen befallen. Später tauchte Wolflin auf, obwohl man ihn lange für tot gehalten hatte.
Manche behaupteten, er war auch tot. Aber das würde eine Teufelsbrut wie ihn kaum aufhalten. Lieber Jesus, wenn du es so erzählst, klingt es viel glaubwürdiger als die Geschichten meiner Armen. Wie verfahren wir bloß mit einem solchen Monster? Beten wir, Herr Hans. Wie weit reiten wir hier noch, bitteschön? Oh, langsam! Vitus und Cyril, ich hatte sie als Späher entsandt. Dafür werden sie bezahlen. Oh. Das werden sie. Los, Männer, wir schlagen unser Lager auf. Hamlin, nimm 2 Männer und komm später hierher zurück. Ich überlasse Vitus und Cyril nicht den Raben. Ja, Hauptmann. Hallo, Heinrich. Kommt uns besuchen. Hallo Heinrich. Wie weit wollen wir denn noch reiten? Oh. Gott schütze dich, Heinrich. Oh, klar. Gott sei mit dir, Heinrich. Ah, was war das für ein Bock? Heinrich, schön, dass du da bist. Ja. Willkommen, Heinrich. Ah, wer ist das denn? Eine interessante Geschichte da mit den... Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Gott schütze dich, Heinrich. Keine Ahnung. Hat man Benner... Was ist denn? Hey! Dem, pass auf, wo du hingehst. Da. Grüß dich. Hauptmann, warum greift Wolflin sein eigen Fleisch und Blut an? Man sagt, Blut ist dicker als Wasser. Aber ist das so? Sieh doch unseren König und Sigismund an. Was ist der Grund für deinen Zwist mit Wolflin? Es gibt keinen bestimmten. Er ist ein Raubein, ein Verräter und ein Bandit. Kein Wunder. Die ganze Kamberg-Sippe ist verflucht. Hallo Heinrich. Wie seid ihr verwandt? Ich glaube, das ist die Geschichte. Mutter, Wolflin und... Ja, die haben wir vorhin gerade gehört. Was meinst du mit Wie gesagt, Wolflins Großvater heiratete Gräfin, aber anstatt das Was etwa gleich? Alle in einer Nacht. Aber nur eines erlebte den... Genau. Und du glaubst die Geschichte? Hängt vom Stand. Und Wolf... Was tun wir jetzt? Zunächst müssen wir herausfinden, wo sich diese Hurensöhne verstecken. Berichten zufolge haben sie hier einige Höfe überfallen. Jemand sollte dorthin reiten und herausfinden, was passiert ist. Übernimm du das, Heinrich. Meine Männer machen ihnen sicher nur Angst. Okay. Ist das nicht gefährlich? So. Du hast sicher recht, Herr. Einer liegt den Hügel hinauf bei Neuhof, gleich am Wald. Ein weiterer hier hinterm Wald an der Kreuzung, nördlich unseres Lagers. Okay, okay. Gut. Was essen? Da. Das wird der Hof sein, nehme ich mal an.
Hallo. Ui, die leben aber noch. Immer. Die Frauen wissen meistens mehr. Hauptmann Bernhard schickt mich. Es geht um den Überfall. Tja, also sie kamen, bedienten sich und ritten wieder davon. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Wir versuchen, sie aufzuspüren. Jedes Detail, an das du dich erinnerst, könnte helfen. Was willst du wissen? Wie viele waren es? 2 oder 3. Ich bin noch ganz durcheinander. Nur. Wo sind sie hin? Ich weiß nicht genau. Mein Mann sagte, ich soll drinnen bleiben. Ich habe sie nur durchs Fenster gesehen. Dein Mann war also draußen? Ja, er wollte mit ihnen sprechen. Was haben sie gestohlen? Nicht viel. Wir haben fast nichts und das habe ich ihnen auch gesagt, als sie hier aufgekreuzt sind. Du willst mir also weismachen, sie kamen her? Du hast ihnen gesagt, hier gibt's nichts zu holen und sie ritten einfach so wieder davon? Mehr oder minder? Ja, das ergibt... Aber gerade eben sagtest du noch, du warst die ganze Zeit drin. Ah, ja, irgendwie schon. Warst du nun drin oder draußen? Hast du sie gesprochen oder nicht? Nun, wie gesagt, ich bin durcheinander. Weiß nicht mehr viel. Was? Hör gut zu. Ich bin hier auf Befehl von Hauptmann Bernhard. Und der Räuberbaron, der hier war, hat seinen Vetter zum Krüppel gemacht und 2 seiner Männer getötet. Und was hat das mit mir zu tun? Du sollst es einfach nur wissen. Der Hauptmann will Gerechtigkeit. Und es wäre unklug, ihn zu behindern. Gott, womit habe ich das nur verdient? Was ist wirklich hier vorgefallen? Versprich mir erst, dass du sie erledigst. Genau deshalb bin ich hier. Sie kamen vor ein paar Tagen, haben ein Schwein und einen Sack Äpfel mitgenommen. Ja. Einer von ihnen hatte ein verletztes Bein, also bot ich an, es zu versorgen. Das war sehr christlich von dir, wenn man bedenkt, warum sie hier waren. Ich wollte nur verhindern, dass sie uns töten. Ja. Weiter? Was ist dann passiert? Sie ritten davon und ich betete, dass sie wegbleiben würden. Aber sie kamen am selben Abend wieder. Einer von ihnen war verletzt und sie wollten, dass ich ihn mir ansehe. Sie bezahlten mich und führten mich zu ihrem Lager. Und am Morgen war ich wieder hier. Ich verstehe. Sie haben dich bedroht. Nicht wirklich, das mussten sie gar nicht. Aber wenn sie euch entkommen, werden sie zurückkehren und mir was antun. Keine Sorge, wir kümmern uns um sie. Du weißt, wo sie lagern? Ich möchte, dass du mich hinführst. Ich gehe nicht zu ihrem Lager. Aber ich weiß, von wo aus du es gut sehen kannst. Das reicht mir aus. Wow! Weiter gehe ich nicht. Wenn sie mich sehen, bin ich erledigt. Das Lager liegt in dieser Richtung. Danke. Keine Sorge. Wir kümmern uns um sie. Ich habe sie wohl gefunden. Ich sollte zu Hauptmann Bernhard zurückkehren. Ziemlich viele, ne? Ich probiere jetzt mal was. Ich werde mich jetzt nämlich da reinschleichen. Also ich probiere es zumindest. Habe ich nicht mehr das?
Habe ich das nicht mehr? Das schwarze, dunkle Briganten, bla bla bla. Oh, Mist. Ne, habe ich wirklich nicht mehr. Okay. Kommt, geht mal pennen. Meine Gebete wurden erhört. Gerade wollte ich meine Wut an jemandem auslassen. Hey, alle, hier sammeln. Was? 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 Das sehe ich jetzt aber nicht ein. War das? War nix. Was war das? Hier noch einer oder ist. Da ist noch einer. Nee, nicht schon. War jetzt auch wieder ein Bock. Zu den Waffen! Hier rüber! Ja, schnell, schnell. Scheiße, nein! Komm, 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 komm. Abhauen, 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 abhauen und in Deckung. Seid vorsichtig!
Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Oh oh, Hunde. Wohin könnte er geflüchtet sein? Muss hier irgendwo stecken. Hier rüber! Jetzt, der haut wieder ab. Hey, zu den Waffen! Hier rüber! Okay. Das. Zu den Waffen! Hier rüber! Hey, wir alle! Hier sammeln! Schlagt Alarm! Er sieht mich nicht, oder? Du bist zur falschen Scheiße. Zeit am falschen Nein. Ort. Trau dich doch! Oh Gott, der hat einen Bogen. Oh, oh, der hat einen Bogen, der hat einen Bogen, der hat einen Bogen. Oh, Scheiße! Oh, was war das denn? Oi, 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 oi. Schnell! Schnell, 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 schnell. Anziehen, 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 anziehen. Oi, 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 oi. Da jetzt kurz. Ach du Schande. Oh Gott! Oh, hat der mir einen Headshot gegeben oder was? Oh Scheiße! Nächste. Oh. Oh, 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 das ist keine gute Musik. Hilfe! Hallo? Ich will hier weg. Wie spät haben wir denn jetzt? Mann, die müssen doch mal pennen gehen. Lebensmüde, was? Ich schlachte dich ab. Hast du nicht gedacht, was? Arschloch. Ugh.
Eieieiei. Sigismund attacks. They can't hold. We have to prepare for the worst. You have courage, but you need training, arms, a horse. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. I finally have the feeling we're doing something worthwhile. We're helping to save the king. Instead of saving his drunken majesty, I'd rather find that horseman who murdered my parents, get the sword back from him, and skewer him with it. Horse eyes to pay for what they did to us.